Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Adventure Tale of Etria. So, ich habe Calypso wieder etwas trainiert. Er hat jetzt die Ausdauer ebenfalls auf 57. Er wird langsam aber sicher besser. Und schaut mal, ich habe 15.027 Equus. Ich habe tatsächlich heute Nachmittag das Glück gehabt, dreimal die blaue Maske zu haben. Und damit 10.000 Equus zu gewinnen. Ihr glaubt doch nicht, wie ich hier ausgetickt bin. Das ist natürlich richtig Hammer zum aktuellen Zeitpunkt. Ich würde ja auch gerne mal das Geld noch in einen neuen Schweif stecken, in die neue Mähne, aber dann bin ich auf 27 Equus, wenn ich mir jetzt beides kaufe. Von daher, nein. Ich überlege nur dennoch. Ich habe ernsthaft Schwanz gesagt. Schweif, natürlich. Und zwar, warte mal, da muss ich natürlich hin. Schweife. Ist das wirklich die Mehrzahl? Es gibt hier einmal diesen welligen langen. Ich überlege aber tatsächlich an diesem hier, weil den finde ich irgendwie süß. Den geflochtenen. Und den kaufe ich mir jetzt auch. So. Und die... Nein! Ja, dann gucken wir uns jetzt halt mal gerade Werbung an für irgendeine App. Ja, so ihr Lieben, könntet ihr 3 kostenlose Edelsteine verdienen. Ich glaube, das geht bis zu 10 Werbespots am Tag. Also man kann am Tag 30 kostenlose Edelsteine bekommen. Was ist das denn für eine komische App? Happy Hour? Ja. Okay, Cooking Dash. So. Spielt das vielleicht jemand von euch? Ja. So leicht verklickt man sich. So, klicken wir weg. Ja, und dann bekommt man halt 3 kostenlose Edelsteine. Das wollte ich euch aber eigentlich gar nicht zeigen. Mähne, es gibt hier diese Kurz, die finde ich ganz süß eigentlich. Ich wollte aber wenn dann die hier haben. Also so sollte mein Pferd dann später aussehen. Ja, aber die Mähne, die will ich jetzt nämlich auch noch kaufen. Die ist mir gerade zu teuer. Aber ich überlege gerade, ich wollte gerne auch mal einen Sattel kaufen. Und zwar wollte ich diesen Prestige-Sattel kaufen. Schaut euch das mal an, wie hübsch der auf dem Pferd aussieht. Ich finde ihn wunderschön. Aber der kostet halt auch 500 Steine. Das ist schon ganz schön teuer. Bandagen hatte ich, glaube ich, Schamane geplant. Oder wollte ich da auch die haben? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da hatte ich andere geplant. Sattelunterlagen wollte ich die passende zum Sattel haben. Die Prestige-Unterlage. Zügel wollte ich gar keine haben. Weil ich finde, die braucht man jetzt gar nicht unbedingt. Hatte ich echt gesagt, ich will die Bandagen, wollte ich nicht die passenden? Weiß ich nicht, die braunen sind zum Beispiel auch gar nicht so schlecht und die kosten halt deutlich weniger. Oder die hier, das ist auch ganz schön. Ich muss mal gucken. Tja, hole ich mir jetzt den Sattel noch? Sind wir mal ganz ehrlich, ich brauche ja eigentlich die Steinchen für sonst nichts. Was haben wir denn hier im Privatverkauf? Hübsch. Ja, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Wir können uns auch die Sattelunterlage erstmal kaufen. Boah, 600! Verflixte Kiste, aber sieht schon hübsch aus, ne? Dann halten wir mal eine Satteldecke. Wir sind jetzt auf 55 Steine unter. 500 Steine wäre schön. So, jetzt müssen wir nochmal auf die Koppel. Wie gesagt, ich speiere die Steine im Endeffekt nur dafür. Klar könnte ich die auch dafür ausgeben, dass wir uns mehr Equus holen. Aber das möchte ich erst machen, wenn ich das Outfit habe für ihn. Weil, wie gesagt, ich möchte ja auch mal irgendwie was ändern an ihm. So, Schweif. Bekommt ihr jetzt den geflochtenen? Und Sattelunterlagen bekommen. Oh, Ethno hatten wir bekommen mal. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Verflixt. Okay, dann hätten wir schon was gehabt. Egal, jetzt haben wir Prestige. So. Okay, guck mal hier, wie schick wir jetzt aussehen. Wow. Ja, ich habe jetzt die Quest hier noch abgegeben gehabt in der letzten Folge. Und hier wollte uns jetzt eine helfen. Mit der nächsten Aufgabe. Das hatte ich ja jetzt nicht mehr aufgenommen, weil ich die Quest halt schon abgegeben hatte. Gucken wir doch mal. So, nach Osia suchen. Ich widme mich dem Studium seltener Tiere rund um die Felsbrücke. Ist es nicht wunderschön hier?
Oh, Calypso braucht 56 auf Geschwindigkeit. Ja, jetzt wird's nämlich schon. Wir müssen nämlich jetzt tatsächlich trainieren. Oh, das ist so schön. Guckt euch mal das Zaumzeug jetzt an. Sieht das nicht hübsch aus? Oh, ich liebe diese Kombination. Ich liebe es einfach nur. Osia, haben wir da unten irgendwo? Das heißt, dann reiten wir erstmal. Dann reiten wir erstmal hier rüber. Ah, warte mal, wir haben doch gar nicht. Kann ich schon wieder? Jawohl. Oh, diesmal definitiv keine Maske. Oh, diesmal nur 350. Das ist die Bestrafung dafür, dass ich einmal Glück hatte mit der blauen. Mit der blauen Maske. So. Dann folgen wir hier mal dem gelben Pfeilchen. Oh, sieht das nicht? Jetzt brauchen wir auch noch schönere Sachen für uns. Aber erstmal ist das Pferd dran. Ah, Calypso kann es schaffen. Alle Kristalle so schnell wie möglich sammeln. Das möchte ich jetzt aber nicht machen. Ich möchte gerne da runter. Hui. Okay. Da hinten muss ich rum. So, ja, ich hätte gerne für uns auch mal ein komplett anderes Outfit, aber wie gesagt, ich fand das hier jetzt erstmal wichtiger. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht vielleicht auch erst noch einen anderen Sattel haben möchte. Bevor ich mal an den Reiter denke. Ich weiß es noch nicht genau. So, da unten müssen wir hin. Ach, guck. Auch ein Schimmelchen. Naja, gut, ist kein richtiger Schimmel, hat ja eine schwarze Mähne. Oh. Ich wollte gerade sagen, die, der hat auch ein paar Flecken, aber das hat er gar nicht. Das ist die. Die hat er beim Schimmel automatisch. So. Sei gegrüßt. Ich freue mich, dich zu treffen. Ich bin Osia. Ich bin die Assistentin des Zoologen. Mein Freund Paul geht hier in den Schluchten einer Spur nach. Er glaubt zu wissen, wo das tausendjährige Pferd zu finden ist. Okay. Ich werde mich mit Paul unterhalten. Kommst du mit mir? Natürlich. Wir bekommen nochmal 1100 Ekus und 50 Steinchen obendrauf. Folge mir, der Wind ist sehr stark hier. Kann dein Pferd damit umgehen? Nein? Dann solltest du dir die Zeit nehmen, es ihm beizubringen. Ja. Ihr Pferd hat nicht gelernt, durch Windböen zu gehen? Keine Sorge, ich weiß, wo der Trainer lebt. Viel Spaß beim Training. Okay, das scheinen wir also jetzt als nächstes unweigerlich machen zu müssen. Aber, ja, ich weiß, Calypso, du kannst auch noch nicht durchs Wasser. Du kannst so vieles noch nicht, aber das üben wir alles noch. Ich bin doch hier am Wassersaum. Nein, wir wollen das jetzt noch nicht üben. So. Aber die Tasche will ich einsammeln. Ha, 10 Ekus hat das immerhin gebracht. So. Halt, nach oben müssen wir. Wo ist denn der Typ, der uns das beibringt? Ich spinne gerade die Karte. Ah, okay, gut. Also folgen wir einfach nur hier dem Weg weiter. Das sollte doch zu machen sein. Ich muss auch mal noch gucken, wie man diesen dritten Punkt freischalten kann. Oder ob das Pferd auch irgendwie Sachen verlernen kann, die es schon mal gelernt hat. Denn ich würde gerne Calypso zu meinem Hauptpferd machen, weil er eben so schön schnell ist. Das wäre sehr praktisch. So, der scheint das zu sein. Springen wir nochmal drüber. Oh. Hallo. Ich werde deinem Pferd beibringen, windige Gebiete zu durchqueren. Okay, boah, 2000 Ekus kostet uns das. Das ist schon krass. Folge meinem Pferd. Beginnen wir damit, langsam gegen den Wind zu reiten. Okay. Ah, eine Rappe. Komm, das kannst du schaffen, Calypso. Das kannst du schaffen. Sehr gut machst du das. Sehr gut. Ja, ist das so ein bisschen steif. Er traut dem Braten noch nicht so ganz. Fein machst du das. Gut. Super. Ich will mal loben unterwegs. Fein, jawohl. Gut, weiter so. Oh,
Das können wir auch mal ein bisschen traben. Spitze, versuch mir jetzt im Galopp zu folgen. Los geht's. Kein Ding, Calypso hat das schon gelernt. Er ist doch ein tolles Pferd. Okay, da hinten müssen wir auch noch einmal durch. Und dann kann uns hier eigentlich nichts mehr von den Socken hauen, würde ich mal sagen, in der Schlucht. Im Canyon. Da müssen wir auch irgendwann mal anscheinend noch durchs Wasser durch. Das sieht mir ganz klar so aus. Ach nee. Gut gemacht, du lernst schnell. Windböen sind jetzt kein Problem mehr für dich und dein Pferd. Okay. So. Das heißt, jetzt müssen wir wieder zurück den ganzen Weg. Aber ist ja nicht so tragisch. Jetzt können wir ja richtig durchpowern hier. Ah, ich muss jetzt auch nochmal in die Belohnung reingucken. Vielleicht haben wir da jetzt auch irgendwie eine neue Errungenschaft freigeschaltet. Das wäre doch auch ganz nice eigentlich. Ja, eigentlich das Einzige, was wir jetzt noch gar nicht gelernt haben, was noch kommen wird, ist durch Wasserfälle durchzureiten. Ich frage mich, wofür wir das im Küstengebiet noch brauchen, weil das Küstenpferd haben wir ja eigentlich schon. Das wird noch interessant. Ich bin sowieso sehr gespannt. Es klingt ja eigentlich so für mich, als ob das Spiel eine begrenzte Story hätte. Ich habe keinen Plan, ob das endet, wenn man die drei Pferde gefunden hat. Ob man dann nur noch so Just for Fun spielt. Keine Ahnung. So, jetzt können wir ihr hinterher reiten. Das Verschwinden der vier bereitet mir wirklich Sorgen. Stimmt es? Wurden sie wirklich gestohlen? Ja, obwohl wir haben aktuell nur drei Gebiete. Ja, momentan nur drei Gebiete. Aber ich bin zuversichtlich, dass du das tausendjährige Pferd ebenso findest, wie du auch das Küstenpferd gefunden hast. So, Moment kurz, Osia. Wusstest du, dass Paul auch ein Auserwählter ist? Er wird versuchen, dir zu helfen, das tausendjährige Pferd der Schluchten zu finden. So, ich mag Paul ganz schön. Er ist einer der besten Reiter, die ich kenne. Oh, ist Osia etwa so ein bisschen verliebt? So ein ganz kleines bisschen? Guck mal hier, jetzt haben wir schon wieder 105 Steine. Also man bekommt sie tatsächlich relativ schnell. Durch das tägliche Gucken der Werbung. In den Aufgaben bekommt man auch relativ viele Steine eigentlich. Von daher war es mir das jetzt wert, die 600 für die Decke. Dann habe ich noch was für den Sattel, was ich mal noch brauche. Und die... Gut, man braucht es ja alles nicht. Es gibt ja keine Werte, zumindest jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann mal noch so ist. Aber einen Sattel hätte ich gerne noch passend. Mandagen sind jetzt momentan erstmal auch noch nicht so dringend. Kommt halt immer drauf an, inwieweit ich da mein Pferd trainieren muss. Darauf kommt es halt immer so ein bisschen an, weil wenn ich halt viel Geld brauche, wenn ich viel Ekos brauche, um mein Pferd weiter zu trainieren, dann wären rein theoretisch die Steine dann erstmal in einen Ekosbeutel besser angelegt. Das muss ich mal schauen. Das werde ich wahrscheinlich immer so ein bisschen zufällig bestimmen. Müssen wir da hinten hin? Oder wo geht's weiter? Nee, es sieht so aus, als ob Osia hier runterreiten wollte. Ach Gott, hier so steil, den Abhang runter. Durch den Sand, der wegrutschen kann. Aber unsere Pferde scheinen trittsicher zu sein. Gut, dann wollen wir doch mal schauen. Wohin müssen wir denn jetzt? Haben wir irgendwas auf der Map markiert? Nö. Ach, guck. Da hinten scheint es auch noch irgendwo hinzugehen. Haha. Dann ist das hier eventuell doch noch nicht das letzte Gebiet. Bin ich ja mal gespannt. Bin ich echt neugierig. Ja, ich bin schon wieder zu schnell. Ach, jetzt geht's hier links. Ah ja, genau. Und hier hätten wir es jetzt gebraucht mit dem Wind. Wir sind ganz nah, der Weg ist beschwerlich, aber die Aussicht oben ist herrlich. Ach guck, das reimt sich sogar. Und wie Pumuckl schon wusste, was sich reimt, ist gut. Ein Beutel voller Equus, da muss ich hin. Wie viel bekommen wir?
3, na super. Wo eiert sie jetzt hin? Hier hoch. Guck, die wartet diesmal gar nicht auf uns. Das ist ja mal was ganz Neues. So, wieder ganz langsam. Wir beschleunigen gleich eh wieder nach dem Sprung. So. Tatsache, wir reiten jetzt ganz nach oben. Ach, guck da hinten. Da ist die Koppel. Ach, cool. Also das Gebiet ist schon nice. Es ist schon cool. Es ist ein bisschen unübersichtlich, aber es hat was, finde ich. Oder? Was meint ihr? Oh, also mir gefällt es ganz gut hier. Oh nein, wo ist Paul? Ich glaube, er hat davon gesprochen, die Linsen zu erforschen. Ich hoffe, dass er sich nicht verlaufen hat. Hilf mir bitte, bitte hilf mir dabei, Paul zu finden. Er muss irgendwo in der Nähe sein. Alles klar, das werden wir tun. Oh, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr denn von dieser Satteldecke mit diesem Zaumzeug auf dem Tigerschecken. Ich bin jetzt gefragt worden, ob das nicht ein Fliegenschimmel bzw. Forellenschimmel ist. Aber ich finde, das sieht eher so ein bisschen aus wie ein Tigerscheck. Ich finde eigentlich die Flecken, finde ich noch einen Ticken zu groß für einen Fliegenschimmel. Ja, schreibt mir doch mal, wie ihr es findet. Ich finde das farblich einfach sehr schön auf dem Schimmel mit diesen hellbraunen Flecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn ich alles zeitlich hinbekomme, wie ich es hoffe. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!